Ich zeige dir heute, wie die klassische 3-Punkt-Ausleuchtung funktioniert und wie du damit eigentlich alles erreichen kannst, was du möchtest, was das Thema Licht angeht. Hey, ich bin Malte und willkommen auf dem Kanal. Hier lernst du alles darüber, wie du bessere Videos drehen kannst. Also wenn das für dich spannend klingt, dann abonniere doch gerne den Kanal, das würde mich sehr freuen. Bisher habe ich dir gezeigt in 2 weiteren Videos, wie du mit einer Lampe und wie du mit 2 Lampen richtig schön filmisch ausleuchten kannst. Heute nehmen wir noch eine Lampe mehr dazu und das nennt man dann eben die 3-Punkt-Ausleuchtung. Und wenn man das kann und diese ganzen anderen Sachen, die Rezepte aus den anderen Videos, dann kann man eigentlich alles, was man möchte. Jetzt wird es auch Zeit für mich, mit Fachbegriffen um mich zu werfen, denn wenn du mal irgendwie am Set bist oder so oder mit anderen Leuten zusammenarbeitest und jemand anders soll das Licht aufbauen oder sagt dir, bau mal das Licht so auf, dann ist natürlich wichtig zu wissen, was bedeutet. Wir fangen ganz klassisch mit dem Hauptlicht an, das ist das hellste Licht, das stärkste Licht und das ist dafür da, um das Objekt, was du filmen willst, vernünftig und richtig gut auszuleuchten. Ich stelle dafür das Hauptlicht einfach im 45-Grad-Winkel zur Kamera, also links oder rechts auf. Das musst du dann für dich entscheiden, wohin du es möchtest. Da nehme ich dann einfach klassisch eine Softbox, weil ich möchte eben, dass es weiches, vernünftiges Licht ist. Und jetzt kommt das zweite Licht dazu, das nennt man die Aufhellung oder das Aufhelllicht. Das kommt auf die andere Seite, auch so im 45-Grad-Winkel, auch von der Kamera. Also wenn das Hauptlicht links steht, steht eben die Aufhellung rechts auf der Seite. Auch hier würde ich eigentlich immer eine Softbox nehmen, auch damit es eben weiches Licht ergibt. Und mit der Helligkeit, also wenn es jetzt extrem hell macht oder extrem dunkel, erreicht einfach unterschiedliche Stimmungen. Also ist es recht hell, also ein bisschen weniger hell als das Hauptlicht, aber sehr nah dran. Dann könnte man es zum Beispiel für Komödien benutzen oder auch so für Beauty-Kram. Auf jeden Fall macht es so eine freundlichere Stimmung. Und wenn jetzt das Aufhelllicht immer weiter runterstellt, immer dunkler macht, dann geht es halt irgendwann wirklich so ins Mysteriöse, ins Düstere über und hat dann eben recht viel Kontrast. Jetzt kommen wir zum dritten Licht, was wir dazu nehmen. Das nennt man die Spitze. Und da würde ich immer empfehlen, dass du ein hartes Licht nimmst, denn das ist so ein bisschen besser, um dass die Person sich eben ein bisschen mehr abzeichnet. Aber auch da kommt es immer wirklich darauf an, was du erreichen möchtest. Also auch ein weiches Licht kann gut aussehen oder auch bei den anderen Lichtern hartes Licht kann auch gut aussehen. Das ist so meine Empfehlung. Hauptlichter kriegen halt eine Softbox, weiches Licht und dann die Spitze eben ein bisschen härteres Licht. Hier in meinem Beispiel ist es auch, damit man es eben besser sieht. Herzlichen Glückwunsch, ich schüttel imaginär mal deine Hand. Damit hast du gelernt, wie die klassische 3-Punkt-Ausleuchtung funktioniert. Und mit dem Wissen, wie das funktioniert und was ich in den anderen Videos gesagt habe, denn du kannst auch Rezepte aus den beiden anderen Videos benutzen, kannst du wirklich alles Mögliche machen, was du dir vorstellen kannst. Und damit hast du eigentlich alles gelernt und probier es einfach aus, was passt für dich und los geht's. Probier wirklich einfach mal aus, setz dich mal hin, vielleicht mit einer anderen Person und schau einfach, was dir gefällt. Und man kann natürlich auch immer so ein bisschen sich inspirieren lassen von der Natur oder auch generell immer von Filmen. Ich kann auch dazu einfach sagen, je dezenter Lampen eingesetzt werden, oder auch je größer zum Beispiel so ein Hauptlicht ist, desto weniger sieht es eben ausgeleuchtet aus. Und das ist so ein Look, den man einfach oft erreichen will. Denn klar wissen wir, dass im Film auch irgendwo, wenn man jetzt drin sitzt, Licht herkommt. Aber es soll natürlich dann auch nicht nach 1000 Lampen aussehen. Das Ganze gilt auch so für das Spitzlicht. Also je härter und krasser das ist und je heller das ist, desto unnatürlicher sieht es halt aus. Kann man natürlich wollen, aber für so einen klassischen Look nicht unbedingt. Hast du noch Fragen zu dem Thema 3-Punkt-Ausleuchtung? Dann schreib sie doch einfach gerne unten in die Kommentare. Ich versuche die auf jeden Fall alle zu beantworten. Hast du Lust, noch mehr zu dem Thema bessere Videos drehen zu lernen? Dann abonniere doch gerne den Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir auf jeden Fall, unterstützt meinen Kanal und bringt mich voran. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.